Ground Control. Boah. Er ist doch ganz gut geworden. Eine kurze Info. Und zwar, uns hat die Firma K-Vertikal gebeten, so ein kleines Video zu posten. Es geht darum, dass man quasi das Auto, was man kauft oder gekauft hat oder vielleicht schon besitzt, der Link findet ihr hier unten in der Beschreibung. Ihr könnt hier die Fahrgestellnummer eingeben, ja, und dann bekommt ihr die ganze Information. Kilometerstand von dem Auto, ob der als gestohlen war, gemeldet war oder ob der einen Unfall hatte oder als Taxi genutzt worden ist. Weil manchmal hat man eine Überraschung, Kilometerstand. In welchem Jahr, wie viele Kilometer? Warum hat er hier zum Beispiel 308.000 und hier 250? Also bevor man ein Auto kauft, ich würde es wirklich jedem empfehlen, einmal hier das Auto durchzuchecken. Oder wenn ihr ein Auto schon habt, könnt ihr immer noch hier durchchecken. Bei uns bekommt ihr 10% Rabatt. Und zwar, wenn ihr unten auf den Link klickt. Ne? So, jetzt geht es weiter mit Video. So, einen wunderschönen guten Tag hier aus Kamblitzwald, hätte ich fast gesagt. Wir sind heute aber in Krefeld hier. Und zwar bei Audi Zentrum Krefeld. Ja, und wir haben ein richtig cooles Projekt mit Audi Zentrum in Krefeld, mit dem André. Und was das für ein Auto oder was das für ein Projekt ist, lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall White Body. Es wird auf jeden Fall. Wer ist der André? Hallo, ich habe euch willkommen. Hi. Erstmal auf Abstand. Hi. Das ist der André. Hier draußen nehmen wir die Maske einmal ab. Ja. Freut mich, dass ihr hier seid. Dann lasst uns einmal reingehen. Die Maske ruhig wieder und unser neues Projekt uns anschauen. Wie ist er ausgestattet? Ja, einmal für euch wie immer, einmal alles. Wirklich? Ja, ist so, außer Panorama da. Volle Bude. Volle Bude. Ich ziehe mir meine Sonnenbrille an, weil es ist sehr, sehr hell hier draußen. Ja, schön alles in Schwarz. Cool. So nicht anders. So muss man sagen. Wir brauchen immer alles schwarz. Ne? Leck und Blüten. Genau so ist das. Auch der ist aber nicht schlecht, ne? Der kleine RS4. Und auch schön. Wo wir da dabei stehen, ja, haben wir auch noch nicht gezeigt. Der ganz neue A3. Ist auch erst seit einem Monat auf dem Markt. Insbesondere hier hat sich eigentlich nicht nur äußerlich sehr viel getan, sondern auch innerlich. Ich habe den Schlüssel jetzt nicht dabei. Okay. Aber wenn du mal so einen Schwenk da rein machst und dann achtest du mal auf den Automatikschaltknopf. Oh ja, das ist echt gut. Schön, sehr schön. Ja, kannst du das? Cool. Ja, Audi, ja, es ist, ich mein's wirklich. Jo. Gute Basis für uns. Wird das auch ein RS3 geben? Da wird es auch definitiv ein RS3 von geben, ja. Deswegen ist ja der jetzige RS3 auch ausverkauft, den kannst du nicht mehr bestellen. Oh, okay. Und wird dann in Zukunft dann mit dem neuen kommen. Okay. Jetzt werden wir auch den RS-Q3 Sportback von hinten nochmal sehen. Weil gerade die Front oder das Heck natürlich finde ich sehr schön, weil er ja dem Q8 dadurch sehr ähnelt. Cool, guck mal. Alles in Schwarz, sogar die Schriftzüge sind in Schwarz. Das ist, das nenne ich Geschmack. So, letzten Check haben wir gerade noch mal gemacht. Mhm. Soweit ist alles fertig. Ihr könnt das Auto mitnehmen. Kennzeichen sind drauf. Ich will euch kurz noch mal unseren neuen Serviceleiter vorstellen, den Herrn Reun, der euch dann auch helfen kann, wenn irgendwas ist oder ihr irgendwelche Fragen noch habt. Ich hole den mal eben. Oh. Jungs, ist das nicht sexy? Guck mal. Komm, sag mal ehrlich, das ist doch sexy, oder? Also, wenn man die Motorhaube aufmacht, das ist schon, krieg ich mal ein kleines Lächeln. Das ist der Herr Reun, den wollte ich dir auch kurz nochmal vorstellen. Hi. Unser neuer Serviceleiter, und wenn ihr irgendwelche technischen Fragen habt oder Probleme,
die jetzt bei unserem Projekt und unserem Umbau, ich bin selbst schon ganz gespannt darauf, vorkommen soll, und wird der Herr Reuen euch sehr gerne. Auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, wie das Auto aussieht. Ganz okay. Toll. Ja, also Bilder schon gesehen? Projekte schon gesehen? Nein, leider noch nicht. Nein? Oh, dann muss der andere ein bisschen aufholen. Ja, umso spannender wird's. Umso okay, spannender ja, wird's. Hast du recht. Gab es hier noch keine interne Schulung zum Prior-Projekt? Da waren wir ein bisschen nachlässig. Das machen wir noch, auf jeden Fall. Aber wir können ja mal einen als Dienstwagen dann nutzen. Oh, das ist natürlich eine gute Idee. Oder in die Vermietung. Oder in die Vermietung. Genau. Wir gucken mal, was wir da alles gemeinsam auf die Füße stellen. Ach, schön. Also das ist, Sie sagen mir, egal welche Fragen ums Auto. Sehr gerne, helfe ich Ihnen sofort weiter. Und wenn ich Ihnen nicht weiterhelfen kann, kenne ich zumindest jemanden, der Ihnen weiterhelfen kann. Also wenn wir mit dem Umbau loslegen, ja, wenn wir so ein bisschen vielleicht hier und da mal belästigen. Sie belästigen nicht, das passt schon. Ja. No? Okay. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß damit, wenn das Projekt dann gelungen ist und wir es dann nachher auch veröffentlichen können, können wir den Wagen natürlich auch, so wie er dann von euch gestaltet worden ist, gerne verkaufen, verleasen. Also wir machen alles, Finanzierung, Leasing, komplett, alles Mögliche. Dementsprechend können wir damit auch dann in die Produktion der Masse gehen und gerne mehrere dieser tollen Projekte umbauen und. Ich sag so, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Nochmal, danke. Ja, vielen Dank. Bis dahin. Einer muss die Klappe zumachen. Das ist der Norm. Oh, der Serviceleiter. Natürlich mag das hier der Serviceleiter. Nein, nur bei speziell die Belzec. Gute Fahrt. Vielen Dank. So, da sind wir in der Hauptzentrale komplett fort. Guck mal, wie schwarz der ist. Der ist schwarz, schwarz, schwarz. Wie ich den mag. Naja, auch bei dem Ford Ranger, den wir umgebaut haben, haben viele geschrieben, ah, die roten Felgen passen nicht und so weiter. Ja, aber auch Ziel erreicht. Viele reden darüber. Marketing top. Also mir persönlich gefällt schon eher schwarz. Was wir hier machen, definitiv. Herr Klappspoller. Kleine Lippchen, Lippe in Carbon, Heckklappenspoiler Carbon, Diffusor Carbon. Ich bin am Überlegen, vielleicht könnt ihr auch als Kommentar schreiben, vielleicht hat irgendeiner von euch so ein Auto, ob wir diese Verbreiterungen, die hier drauf sind, die Originalen, in Carbon bauen sollen. Ja? Ja. Also ohne Verbreiterung, ohne alles, ja, einfach nur Carbon dann, ne? Ja, 1:1 nur Carbon. Ja. Wäre cool, glaube ich. Ja, auch die Seitenschweller hier vielleicht. Die kleinen Teile, nicht komplett, weil es nicht schön aussieht, aber hier bis hier, weißt du? Ja, das würde ich dazu bauen, die Verbreiterungen. Vielleicht hier so Kleinigkeiten, weißt du, in Carbon, ja, hier. Mhm. Bei dem RSQ8 kannst du es kaufen. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken hier, ob man bei dem RSQ3 das kaufen kann, aber ich glaube nicht. Dass man dann so ein komplettes Carbon-Exterieur-Paket hat, ne? Ja, hier ist ein kleines Lippchen, ja, man muss gucken, was kann man hier abschrauben, ob man die trennen kann. Oder die als eins sind. Vielleicht machen wir auch paar Sachen einfach, die oder hier den Luftanlass, die einfach serienmäßig sind in Carbon. Was haltet ihr davon? Schreibt uns als Kommentar. Ich glaube, das würde cool sein. Auch Spiegelkappen, vielleicht so Cover, Spiegelcover. Also Preis-Leistungs-Verhältnis bei Carbon-Spiegel, komplett Carbon-Spiegel. In meinen Augen ist das nicht gerechtfertigt. Also hier so Spiegel, wenn man die wirklich komplett bauen würde, ne, mit Fuß, mit allem drum und dran, 2 Mille. Ja. Und da finde ich, im Gegensatz zu so Cover, sieht 1:1 gleich aus. Ja. Originalmechanismus, original mit allem drum und dran, ist dann bei 400 Euro. Ja. Das ist der Unterschied. Kosten-Nutzen-Faktor, ne? Ja, yeah, das ist so. Und Leichtbau bei dem Auto, ich glaube, Rennstrecke werden die wenigsten damit fahren. Ne? Guck mal, wie fett das aussieht. Guck mal hier vorne. Mit dem schwarzen Grill, nur der rote Balken ist da und meine Kennzeichen. Aber sonst finde ich den richtig, richtig sexy. Ja, ich würde sagen, einmal nach oben und wir scannen den. Das Projekt
haben wir schon eigentlich, zeig's nach unten, Kollege. Ah, ich habe falsche Schuhe. Normalerweise habe ich die, hier, muss ich RS-Schuhe haben. Ich habe noch von Hyundai. Nein. Wir scannen den. Das Projekt eigentlich, würde ich mal sagen, das steht. Oh, oder vielleicht können wir noch mit Rufen abklären. Vielleicht haben die Jungs von Audi ein bisschen paar Ideen, die Designer von Audi. Hm? Ich zeig's auch. Jetzt, wo man die Möglichkeiten hat. Genau, jetzt, wo man die Möglichkeiten hat, einfach nur drüber zu schauen, ja, wäre cool. Weil auch wir oder ich lerne dazu. Jeden Tag. Und ich bin für jede Hilfe, für jeden Kommentar, was ihr hier macht, wirklich dankbar. Ob gut oder nicht gut, beides ist gut. Ja. Also für mich, ich weiß in welche Richtung und so weiter, wo das hingehen soll, auch zum Beispiel auch mit den Carbon-Teilen, bauen, nicht bauen, ist Interesse da. Das ist für mich unglaublich wichtig, dass ihr auch hier die Videos kommentiert, ja, weil nur so kann ich besser und stärker werden. Oder wir als Team. So, einmal hochheben und scannen. Macht das Spaß bei dem Wetter, mit dem Gerät? Es ist so heiß heute, ne? Das glaube ich kein Mensch. Wir haben heute 38 Grad, meine Damen und Herren. Heute bei dem Wetter, Katastrophe, wirklich Katastrophe. Aber das Auto finde ich fett. Das Auto finde ich fett, richtig fett. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, kann man das Auto quasi hier bei uns auch oder über Audi Zentrum Krefeld erwerben. Es gibt Möglichkeiten, das Auto zu leasen, zu finanzieren, bar zu kaufen oder was auch immer. Viele können noch entscheiden, das oder das, falls irgendeiner Interesse hat an RSQ3. Was ist das so? Warm oder was? Mhm. Der Daumen ist voller Spitzen. Schön. Jetzt machen wir die 3D-Zeichnungen. Ja, in Photoshop müssen wir so ein bisschen noch Feinarbeiten machen. Dann werden wir das fräsen. Oder sollen wir drucken? Fräsen. Teils, teils, denke ich, ne? Oh, ja, nachdem, machen wir ein bisschen schneller. Ja, wir fräsen und machen wir 3D-Druck bei dem Auto. Ja, die kleinen Teile können wir schnell in den 3D-Drucker reinschmeißen. Die großen mit einer Fräse. Und dann kommt ein nächstes Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns einen Kommentar da oder ein Like oder teilt das. Was auch immer, wie auch immer. Hauptsache, ihr seid dabei. Vielen Dank. Tschüss.